Was geht, Leute von heute? Wir wollen jetzt hier zur nächsten Folge von Tom Clancy's Hawks und wir nehmen den F-15 Eagle. Ja, wir waren hier jetzt auf der nächsten Mission und müssen jetzt den Präsidenten oder das Präsidentenflugzeug beschützen. Und das tun wir jetzt auch. So, hier ist unser kleiner Jet. Sie haben angezeigten Nahpunkt erreicht und erwarten weitere Befehle. Sie sollten einen US-Militärjet erkennen, der sich Ihnen niedrig und aus südlicher Richtung nähert. Wunderbar. Das ist das Paket. Sturmführer habe Sichtkontakt zu... Oh Mann, ist es das, wofür ich es halte? Es ist die US-Präsidentenmaschine. Südlich von Washington D.C. Ja, dann mal los. Dann wollen wir doch mal gucken und die Leute platt machen. Ja, werden die Präsidentenmaschine beschützen, Leute. So. Was haben wir denn hier Schönes mit? Radargelenkte Raketen haben wir dabei und Joint Strike Raketen. Alles klar. Dann passen, dann greifen wir doch mal an. Ja. Dann lass sie das mal ernst meinen. Wir fangen sie ab und holen sie runter. Wir müssen die Präsidentenmaschine beschützen, Leute. Ich komme, was wolle. Es sind FA-18C Maschinen. Kein Problem. Und die nächste Rakete ist raus. Wunderbar. Ach du Scheiße. Angreifen. Ich übernehme die anderen. Neuer Banditenverband im Anflug auf ihrer Position. Kurs 0, 6, 0. Gleiche Höhe. Verstanden. Los, fangt sie ab. Fangt sie doch ab. Was macht ihr denn? Na los, Jungs. Sieh mal, die sind so langsam, Leute, von heute. Das geht man gar nicht. So. Also muss ich hier mal wieder Unterstützung geben. So. Verstanden, Chase. Und raus mit der Rakete. Na los. Jawohl. Und die nächsten. Hau ab. Oh, verdammt. Die anderen Jets sind gleich in der Nähe von der Präsidentenmaschine. Wir müssen aufpassen jetzt. So, und kriegt ihr den raus. Komm schon, komm schon. Einer weniger, wenn wir uns herrschen. Rast ein Banditen am Heck. 5 Uhr unten. Verdammt, die haben mich eingekreist. Crenshaw, bleib bei Eagle. Ich kann ihn nicht decken. Aufpassen, Kerstin. Noch 2 bei 060. Komm schnell näher. Ja, ich weiß. Ziel in Schussweite. Verdammt, Raketen waren zu früh raus, Leute. Oh, shit. Was sollen wir tun? Das war knapp. Wir haben ihn. Tempo aufnehmen, Jungs. Die Banditen sind fast in Schussweite. Das geht doch nicht. Ich bin irritiert. Verdammt. Wo bleiben Sie denn? Ich komm schon. Wir kommen. Helft ihn. Helft ihn. Ja, wir kommen, wir kommen. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich bin auf dem Weg. Flair sind draußen.
Jawohl. Wenn ich mal kurz nicht schnacke, tut's mir leid, Leute. Dann konzentriere ich mich absolut auf die Dings hier. Auf das Game. So, ein paar Tricks habe ich auch noch auf Lager, mein Freund. So, komm ran. Und weg ist er. Auf Wiedersehen. Zack. Und du auch. Nee, 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 so nicht. Vergiss es. Oh verdammt, da waren die Raketen zu früh raus. Ja, deine Raketen fliegen mich eh nicht. Was? Flares sind draußen, jawohl. Und Angriff. Wir wechseln die Raketen. 25 radargelenkte Raketen haben wir noch, Leute. Wir müssen auf die Air Force One aufpassen. Wenn die abstürzt, dann haben wir die Mission verloren und das wollen wir natürlich nicht. Und sie ist schon wieder... Oh Mann. Rakete ist raus. Oh, komm schon, dreh. Jawohl, Baby. Zerstört. Wir greifen mal an. Flash sind draußen. Doch, das war's. Nein! Da gehen die Raketen daneben, Leute. Das kann auch mal passieren. Aber jetzt nicht mehr. Jawohl, zerledigt. Zerlegt haben wir ihn. So, wir wechseln die Raketen. So. Und radargelenkte Rakete ist draußen. Komm schon. Jawohl. So. Richtig. So, und jetzt holen wir uns die anderen Jets, bevor sie... Oh, die sind schon wieder in Schussweise der Air Force One. Hasta la vista, baby. So, und jetzt... Oh, immer bewege ich meinen Kopf mit, ne? Ist auch schon mal aufgefallen. Verdammt, verdammt. So, und zack. Weg mit dir. Kusch. Das war ein guter Abschuss. So, und ab zur Maschine. Jojo, wenn er meint... Oh, verdammt. Ja, super. Also wir können keine Feinde mehr anvisieren jetzt. Die haben so eine Art elektromagnetischen Impuls rausgehauen. Unsere Instrumente sind jetzt ausgefallen. Ist natürlich schlecht. Deswegen auch dieses kräuselige Bild. Ein IRS. So, wir greifen an. Nicht auf das IRS verlassen. Während der Störung funktioniert das nicht richtig. Wegen der Störsignale dauert es länger, ein Ziel zu erfassen. Sie werden bald auf das Radar verlieren. Also wenn Sie ein Ziel haben, schießen Sie schnell. Verdammt, verdammt. Also Leute, ihr habt gehört.
Ja, das kriegen wir noch hin. Rakete, Flares. Jawohl, einmal getroffen habe ich ihn. Ziel verfehlt. Oh, ist nicht. Ist natürlich jetzt schwieriger, die Ziele auszuschalten. Aber ich muss jetzt auch noch die anderen Jets abfangen. Sonst greifen sie den Präsidentenmaschine an. Also, ran an den Feind. Schnell hinter. Ich tu ja, ich kann aber nicht schneller. Los, komm schon, gib Gummi. Ja, ich bin doch schon da. Überall Raketen. Komm schon, bring jetzt Flugzeug nach unten. Komm schon, jetzt landet dieses Präsidentenflugzeug endlich. Na, Flares. Getroffen. Vergiss es. So nicht, mein Freund. Erledigt. Hat er nicht. Ich hab ihn. Und tschüss. Ich bin schon dabei. Ah, alles gut. Die kriegt uns nicht. Zerstört, jawohl. Komm schon. Wir machen sie jetzt hier alle platt. Also anscheinend funktionieren die Raketen auch nur, aber die visiert nur ganz, ganz kurz an. Das heißt, ich muss rechtzeitig die Raketen rausschießen, Leute. Ja, die Präsidentenmaschine ist endlich mal gelandet. Und tschüss. Zerstört. Jawohl, wir haben es geschafft, Leute. Ja, sorry, wenn ich nicht immer so viel rede, aber bei dem Spiel muss man sich echt konzentrieren, vor allem wenn man dann hier mit dem Joystick noch am Lenken ist. Oh, eine schöne Stadt. Oh, verdammt, da habe ich ein paar Wohnhäuser zerstört. Oh, und schon wieder. Und was ist das hier? Oh, um Fußballplatz. Ja. Da ist die Air Force One. Aber ist die Air Force One nicht ein bisschen hellblauer? Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob die Air Force One nicht ein bisschen hellblauer ist. Na gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir positive Kommentare unten rein, wenn ihr die Folge gut fandet. Falls euch die Folge nicht gefällt, schreibt es mir auch in die Kommentare und sagt mir, ob ich die Folgen weitermachen soll oder nicht. Bis zum nächsten Mal, bis dann, haut rein, ciao, peace.